Danke sage ich allen Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr für ihren Dienst für unser Land. Und danke sage ich allen zivilen Beschäftigten der Truppe hinter der Truppe, die mit dafür sorgt, dass die Bundeswehr ihren Auftrag erfüllen kann. Über ein Jahr Corona-Pandemie hat gezeigt, dort, wo die Bundeswehr anpackt, funktioniert es. Auf die Bundeswehr ist Verlass. Und deswegen muss sich die Bundeswehr auch auf uns verlassen können. Welchen Rückhalt die Bundeswehr in unserer Gesellschaft hat, das kann jeder Soldat spüren, der das kostenlose Bahnfahren in Uniform nutzt, das wir in dieser Legislaturperiode eingeführt haben. Wir tun was für die Bundeswehr und ich sage als Abgeordneter wie als Bürger dieses Landes, ich stehe hinter der Bundeswehr. Wir danken euch. Musik